Hallo und herzlich willkommen zurück zu Throne and Liberty. Ja, in der letzten Folge habe ich es dann doch endlich mal geschafft, dass wir mit der Main Story weiterkommen können. Und da hieß es ja, dass wir uns aufmachen sollen. Moment, bewache die Ruinen des Sternlicht-Observatoriums. Das war was anderes, meines Wissens nach. Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil da was anderes drin steht. Ach nee, ich bin jetzt auf der Karte. Moment, ich wollte eigentlich hier rein. So, wir sind ja jetzt hier bei den Veteranen. Benutze, achso, doch, Rückkehr, um nach Ruinen des Sternlicht-Observatoriums zu reisen. Und den Laslan-Wächter am Eingang über den Angriff zu informieren. Aber wieso Rückkehr? Komme ich doch nicht zum Observatorium, oder? Ich mach's jetzt einfach mal. Ich probiere es mal aus mit der Rückkehr. Ah ja, doch. Da sind wir hier. Frage ist, ist das jetzt das Observatorium überhaupt? Weil wir müssen... Off into the woods or the abyss. Wherever you go, as long as you're well prepared, you have nothing to worry about. Ja, ja. Du mich auch. Bewache die Ruinen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Achso, wir sind hier. Sind das 1000 an Kilometern? Okay. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Keine Ahnung, warum wir jetzt Rückkehr... Moment. Nee, das ist hier vorne. Das war das andere, was hier gerade drin war. I'm worried because apparently there's a goblin in the Ostella Fields who's riling up other goblins by spreading flyers or something. What's the matter? Du musst dir anhören, was ich über den Angriff weiß. What? An attack? Everyone already left under Captain Ruffalo's order. Oh no. Are you okay? Ja, ja, ich bin okay. Ich habe nur keine Lust eigentlich zu kämpfen, aber... Ja, ja. Adventurer. Ein bisschen viel hier gerade. Please activate the magic trap set on the uphill path. Was ist jetzt los? Hallo, ich sehe nichts mehr. Achso, ich soll die aktivieren. Dann machen wir das doch. Hauen wir mal einfach ab. Ich dachte, ich soll die jetzt abwehren. Also jetzt abwehren im Sinne von, ne? Alright, we're ready. Let's go up. Gehen wir hinauf. Okay. Also bleibt die nicht in Wolfsgestalt? So, nu? Okay, press the explosive device detonator. Warum kommen die jetzt hier hin? Ich denke, ich sollte die in die Falle locken. Was soll der Quatsch? Ja, nimm bloß nicht das eh an, kein Thema. Eliminiere Goblins mit Hilfe der Magiefallenzünder. Das hätte man mir vielleicht auch mal irgendwie so sagen sollen, als ich da unten war. Vielleicht hat er es auch gesagt, keine Ahnung. Ich höre jetzt nicht auf den englischen Text. Ah, cool. Und warum sind die anderen mir gefolgt bis nach oben? Was ist ein Erfolg? Ja, ich habe euch gerettet. Looks like you got rid of them all. They won't come back. Right? Huh? What's that? Coming back? Again? What to do? We've used all the magic traps. There's one thing we're testing at the top of the hill. I'm not sure. It's still incomplete. There's no other choice. Adventurer, activate the magic trap at the end of the ruined observatory. We'll take care of the goblins in the meantime. Bewache den Hügel der Ruinen.
Okay. Over there! Stop the attack! Ja, die haben gesagt, ich soll hier was. Ach, da oben ist was. Ich soll hier was bewachen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was ich bewachen soll, aber ich bleib mal hier stehen. Aber ich habe doch was gefunden. Achtung! Good, a success! It was a bit risky this time. We'd have been in quite a pickle if it hadn't been for you, Adventurer. Thank you, Adventurer. Gerne, gerne. Not yet. What are you doing? Kill them! This is ours from this day forward! What's that huge monster? Was ist das denn für ein Viech? Stop them! Everyone descend! We have to block the entrance somehow! We can't let that monster in! No, there are too many enemies! Adventurer! You have to hang in there! Okay, sorry, bleib hier. Leave the rest to us. Good! The one-eyed hawk has come! It's been a long time, Canola the Butcher. Aha, kennt ihn. Hier steht, bewache die Ruinen des Sternenlichtobservatoriums. The shamans support Canola. Kill the shamans first. I'll handle Canola. Tötet die Schamanen zuerst. Das stand aber jetzt rechts gar nicht drin, steht nur links. Soll ich denen jetzt helfen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ah, Moment. Benutze den Goblin-Schaman, der den Heilzauber... besiege den Goblin-Schaman, der den Heilzauber benutzt. Moment, Moment. Alter, willst du mich verarschen? Du solltest dich verwandeln und fliegen und nicht kaputt gehen? Oh, jetzt darf ich mich hier erstmal wieder... Den Schaman, der den Heilzauber benutzt. Der da hinten. Oder auch nicht. Warst du das? Du bist auch ein Schamane? Ach so, das sind drei. Und der da. They're tiring. Let's launch a full-scale attack. Mach dir das mal. Soll ich euch helfen? Ich meine, davon redet ihr gerade nicht, aber ich helfe euch mal. Geht ein bisschen schneller so, glaube ich. Anvisieren, das regt mich so auf. Da ist die ganze Action immer raus, wenn man sowas benutzen muss. Laufen die jetzt hier rum?
tut mir leid, dass ich gerade so wenig rede, aber ich muss mich hier gerade echt konzentrieren. Weil das ist so eine scheiß Kampfsteuerung. Jetzt kommen immer mehr. Können die sich jetzt endlich mal anvisieren lassen? Wie oft soll ich auf Taste drücken? Och, der ist schon wieder ein neuer gekommen. Besiege Gnoller, ja, den würde ich ja gerne besiegen, wenn die mich nicht ständig aufhalten würden. Ja. So. Good job, everyone. There may be important orders among the chief's belongings. Look closely. Hier ist nichts fallen gelassen worden. Einer der Schamanen hat scheinbar was fallen gelassen. Stab von Gnoller. On Ruffalo's order, only a minimal guard had been left at the Starlight Observatory ruins. Taking advantage of the lack security, elite goblin troops attacked. Henson's support appeared just in the nick of time, leading to a victory against the goblins. Untersuche den Kampfstab. Oh Gott. Ich habe so viel im Inventar. Was davon ist der Kampfstab jetzt von ihm? Vergessener Stab. Wachstumsmaterial. Ausrüstung. Vergessener Zweihänder. Ich habe den gar nicht im Inventar. Hä? Ach, den habe ich doch eben genommen. Wieso? Oh. Da ist irgendwas am Ende des Stabs. Mal sehen. Okay, Knollers Kampfstab. Eine Holzstange, an der die Beute des Goblinschlechters hängt. Ein verbrannter Wolfsschädel trägt etwas im Maul, als wolle er es zur Schau stellen. Hier steht, ich soll es kontrollieren, indem ich die Maustaste gedrückt halte. Was nicht funktioniert. Mehrfach klicken auch nicht. Rechtsklick auch nicht. E auch nicht. Ah, ich musste das Mausrad drehen. Hier steht nur kontrollieren, halte linke Maustaste gedrückt. Okay, gut. Aber rausnehmen dürfen wir es nicht, oder was? Obwohl schwer erkennbar, scheint sich auf dem Armband ein Emblem und somit ein Hinweis auf den Besitzer zu finden. Offenbar ein Wolfsschädel. Zwischen seine Kiefer wurde offenbar ein Armband gelegt. Um es so, das ist klar. Sieh es dir genauer an. Habe ich ja schon. War es das jetzt? Hm. Moment, jetzt funktioniert das nicht mehr mit dem Reinscrollen. Ja, geil, jetzt ist es ganz kaputt, oder was? Och, Leute. Jetzt geht gar nichts mehr irgendwie, keine Ahnung. Bewegen kann ich es noch, aber das war's dann auch. Ja, super. Also wir kommen dann mit unserer Quest nicht weiter, weil wir den Scheiß hier nicht aufkriegen. Das ist ja richtig geil. Ja, untersuchen. Ich weiß, habe ich jetzt schon 20 Mal drauf gedrückt. Holzstange. Wolfsschädel, das Ding hat man schon auf. Ah, jetzt kriegen wir es wieder auf. Wahrscheinlich wieder nicht raus. Warum hakt das jetzt so? Ich darf nicht mehr nach unten gehen, irgendwie mit der Maus, mit dem Mauszeiger. Warum, weiß ich nicht. Also immer da, wo ich jetzt gerade stehen bleibe, da hakt der und friert quasi kurz ein.
Mausrad gedrückt halten. Die einzige Taste, die unten nicht angezeigt wird, die ist es gewesen. Okay. Nur zur Info, falls ihr das gleiche Problem habt wie ich. Ich denke mal, das werden viele Leute haben. Es ist auf Elbisch geschrieben. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Also was das für eine Sprache ist. Kann man auch nicht... Kannst in dem Fall auch nicht gedrückt halten. Ja, reinzoomen geht auch nicht. Ah ja, doch. Beim vierten Versuch gedrückt zu halten funktioniert's. Alle Hinweise gefunden. Sprich mit Hansen am Eingang von... Achso, der... Ach, dem einäugigen Falken. Hm? Where the hell did you find this? It's my armband from back in the day. Thanks for finding it. Do you mind bringing this to Ruffalo? About time this armband gets itself a new owner. He'll get more use out of it than me. Come to think of it, I don't think we've had a chance for introductions. Where are you from? Ich komme von der Flüsterinsel. Wisp Island. Do you happen to know anyone named Jan Junath? Jan war der Älteste der Insel. Er hat mich aufgezogen. Ich verdanke ihm mein Leben. Was stimmt denn? Ich habe keine Ahnung. Ich sag mal, er hat mich aufgezogen. Ah, I see. Jan is my friend who used to travel around Silesium with me. If it weren't for that insidious Calanthea. That was such a long time ago. I'll see you later. Ja, klettere zum höchsten Punkt, bla bla bla. Die Wache von Laslan. Mal auch von da oben mal eben runterspringen, oder? Das ist ja nicht weit hier. Das ist ungefähr da. Dann gehen wir mal von hier aus. Wenn er denn diesmal auch tatsächlich springt und nicht wie beim letzten Mal hier, wo er eigentlich runterspringen soll, also sich verwandeln sollte, dann einfach runterfällt und mein Leben komplett weg war fast. Das war ja mal richtig geil eben. So, Hallöchen. Ist alles in Ordnung? We defended the Carmine Forest. You helped protect the Starlight Observatory. And you're not even a member of the Resistance. My thanks. Ja, mal wieder nicht synchronisiert. Ich war zu voreilig. Zaroth hätte mich fast erwischt. Du gehörst nicht einmal zum Widerstand, aber du hast viel für uns getan. Danke. Hier ist das Armband von Hansen. This is his armband. How did you get this? Ich habe es im Auftrag von Hauptmann Hansen gesucht. Captain Hansen wants me to have this? Me? I don't deserve this. Das Leben kann schwer sein. Was ist passiert? 10 years ago, most of the patrol members died. In a plot by the Archaeum Legion. Only Captain Hansen, myself, Gistil and Zizero survived. Before I knew it, I was running away. I brought in reinforcements, but it was too late. My comrades died and the captain lost an eye. Okay. Ja, bitte denke gründlich darüber nach, warum du das Armband bekommen hast. Well, he's quite magnanimous. Sorry, but can I ask you a favor? I now know how Captain Hansen feels. So you can return this to its true owners. Eigentümern? To my comrades who died there 10 years ago, fighting to the bitter end. I can't leave my post, so I would ask you to do it for me. Was brauchst du? You will find the monument of Gestal and Zizero in the Starlight Observatory ruins.
Please bury this armband under the monument. After being given the armband, Ruffalo protested that it truly belonged to someone else. He asked you to deliver it to his comrades, who fell in battle a decade ago. So, wir sollen hier unten hin. Was stand da? Die Katze geschnappt? Was? Oh, die bewegen sich sogar hier vorne. Moment. Denkmal des Widerstands. Soll ich das hier jetzt vergraben? Das ist ein Denkmal für Gestahl und Cicero. Zolle ihr Mut, Respekt und vergrabe das Armband. Ah, okay. Ich gehe mal davon aus, er hat es jetzt vergraben. Bezeuge vergangener Ereignisse mit dem Unendlichkeitsrat bei Ruinen des Sternenlicht-Observatoriums. Unendlichkeitsrat. Irgendwas hier vorne müssen wir auf jeden Fall machen. Achso, das ist das hier. Years ago, craftsmen in the employ of the Archaeum Legion secretly visited the resistance soldiers at the observatory, offering a huge reward for aid in stealing gems from the goblins. The soldiers, who were suffering through a famine, were overwhelmed with temptation. All but three of them left the camp. While the guards were away, the waiting Archaeum battle platoon readied for the attack. Watch Captain Henson understood the situation all too well. He told the three remaining guards to flee, and one of them, Ruffalo, escaped into the woods with his head hung low. Battling against an endless sea of enemies, the two remaining guards died horrible deaths. Henson, who lost an eye, rose again each time he fell, sword held high. Just as Henson, gravely wounded, neared his own death, Ruffalo returned. He had not fled at all, but instead brought reinforcements who drove back the enemy forces. Although the bravery of Henson and his men saved many lives, he blamed himself for the death of the soldiers and resigned as watch captain. 10 years later, he still quietly defends the front lines and is admired and respected by the local resistance forces. Gestahl and Cicero, Henson's former comrades, performed their duty until the very end. Their honor and perseverance earned them a place deep within the Resistance's hearts. Ja, damit habe ich das wohl abgeschlossen. Dungeons und Abgrundvertragmarken. Wenn du in einem Dungeon jagst, kannst du Abgrundmarken ausgeben, um EP und zusätzliche Solan zu erhalten. Ja, ich habe aber keine Lust auf irgendwelche Dungeons in dem Spiel hier. Also weg damit. Jetzt weiß ich aber nicht, was ist da hinten noch mit den zwei Sachen. Du kannst deine endgültige Belohnung wählen. Die Beschwörung des sagenhaften Trios. Sprich mit Lunar 17. Aber das sind doch jetzt andere, oder? Das hat doch jetzt nicht direkt... Weil das ist doch abgeschlossen hier. Das sagenhafte Trio. Ja, ja, das ist jetzt die nächste Aufgabe. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann holen wir uns erstmal die finale Belohnung. Dann haben wir das auch abgeschlossen? Sprich mit Lunar. Okay. Dann würde ich jetzt aber trotzdem mal sagen, weil wir jetzt hier gerade so einen schönen... Ja, Cut drin haben, jetzt habe ich es ja schon gesagt, dass wir hier definitiv erstmal einen Cut machen. Ich bin gerade etwas irritiert von dem komischen Hulk da hinter mir. Warum sind jetzt hier Feinde in der Gegend? Ich habe keine Ahnung. Weil wir jetzt gerade das mit dem Veteranensterben nie hieß, das glaube ich, beendet haben, machen wir dann hier erstmal einen kleinen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, dass wir dann mit der Luna, hieße, glaube ich, sprechen. Und ja, dass wir dann im Endeffekt die nächste Kapitelreihe, sage ich jetzt mal, damit in der nächsten Folge erst beginnen werden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich mir so ein Video angucke, was ja doch irgendwie so ein bisschen, auch wenn es einfach gemacht ist, ne, es sind ja eigentlich, ja, es sind ein paar bewegliche Bilder, also leicht animiert, und ansonsten hat halt nur jemand gesprochen, aber es ist trotzdem immer wieder schön, sowas anzusehen. Ich denke immer wieder darüber nach, wie imposant das Ganze rüberkommen würde, wenn man das halt auf Deutsch vorlesen würde. Ja, das ist halt das Einzige, was mich ein bisschen enttäuscht bei dem Spiel, dass es nicht auf Deutsch ist, weil es halt doch wesentlich geiler rüberkommen würde, wenn man dann alles verstehen würde, wenn man alles auf Deutsch gesagt bekommen würde und so weiter. Und ja, wir wissen, dass Amazon das kann. Bei New World ist zumindest bisher alles, was ich so mitbekommen habe, alles auf Deutsch übersetzt gewesen, also deutsche Synchronstimmen und alles auch. Und ja, ich würde mir schon wünschen, dass Amazon das dann auch hinkriegt in diesem Spiel, weil das dann doch das Spiel insgesamt um einiges, ja, schöner und größer, imposanter, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, machen würde. So, lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich mich hier noch komplett um Kopf und Kragen rede. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!